Der 8. Mai war zunächst erstmal ein Tag der Kapitulation, der rein militärischen Kapitulation, wenn auch bedingungslos. Es hatte nichts mit der Reichsregierung zu tun. Die Reichsregierung war ja damals noch im Amt. Und die Kapitulation wurde in Reims durchgeführt und am 9. Mai in Karlshorst nochmal für die Sowjetunion, für die Rotarmee wiederholt. Ich sehe das nicht als Tag der Befreiung an, es war der Tag, wo die Waffenhandlungen, wo die Waffen schwiegen und ja, die Reichsregierung wurde ja erst am 23. Mai 1945 verhaftet. Danach war das Reich in gewisser Hinsicht kopflos, führungslos. Das Reich bestand aber weiter fort. Es gab ja dann Anfang August 1945 die Potsdamer Konferenz. Und auf der Potsdamer Konferenz wurde festgestellt, dass das Deutsche Reich fortbesteht, allerdings in den Grenzen vom 31.12.1937, also da war nicht das Sudetenland drin, da war nicht Österreich dabei und da war auch nicht das Memeland dabei. Und in diesen Grenzen von 1937 wurde das Deutsche Reich in drei Besatzungszonen aufgeteilt. In eine amerikanische, eine britische und eine sowjetische Besatzungszone. Und dann gab es noch den Sonderwunsch der Franzosen, die wollten auch eine eigene Besatzungszone. Das ist das daraus, da haben die Engländer einen Teil abgegeben, die Amerikaner von ihrer Besatzungszone und das ist das heutige Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Saarland hatte einen Sonderstatus und über das Saarland wurde ja nach dem Krieg gesondert abgestimmt. Es war so, dass Teile der Regierung unter Adenauer dafür waren, dass das Saarland an Frankreich geht, aber die Saarländer haben gesagt, nein, wir wollen beim Reich bleiben. Und es hat ja jeder damals auch gehofft, dass die Vertreibung kein endgültiger Zustand ist, sondern nur ein vorübergehender. Und völkerrechtlich war es ja so, über Jahrhunderte, Jahrtausende, dass jeder Krieg irgendwann mit einem Friedensschluss endete. Und wie gesagt, der letzte Friedensschluss, der mit Deutschland geschlossen war, war 1919 in Versailles. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat es keinen Friedensschluss bis heute gegeben. Auch der 2+4-Vertrag ist kein offizieller völkerrechtlicher Friedensschluss, sondern eine Bestätigung des Status quo, wie er sich jetzt nach dem Krieg in Europa eingestellt hat. Was natürlich mit dem 2+4-Vertrag zu tun hat und die ganzen Folgewirkungen, die haben natürlich mit dem 8. Mai gar nichts zu tun, aber wir müssen einfach sehen, wir haben der Krieg, Zweiter Weltkrieg, ist geendet, das deutsche Militär hat kapituliert, befreit worden sind wir nicht, das mag für den einen oder anderen der Fall sein, aber als Volk in seiner Gesamtheit müssen wir anerkennen, dass wir den Krieg verloren haben, dass Repressionen gemacht wurden, da sind 12 bis 15 Millionen vertrieben worden aus ihren Heimatgebieten, Teile des Deutschen Reiches, das ist natürlich alles nicht völkerrechtskonform, muss man einmal so zu sagen. Es wurde nicht mehr das Selbstbestimmungsrecht berücksichtigt, was nach dem Ersten Weltkrieg zumindest teilweise in Anwendung gebracht worden ist und dergleichen mehr. Also wie gesagt, ich persönlich kann keine Befreiung daran sehen. Ein Ende der Kampfhandlungen, ein Regime ist damit untergegangen, das sich vorher selbst ja schon gerichtet hatte. Hitler hatte ja Selbstmord begangen in Berlin und insofern ja, muss man sagen, das ist Geschichte. Die Geschichte ist für uns so und so ausgegangen und wir müssen uns heute mit der Situation, in der wir uns befinden, arrangieren. Ob wir jemals noch einen Friedensvertrag bekommen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Bundesrepublik das 2+4 als solchen ansieht, obwohl er keiner ist und keinerlei Anstalten macht, hier an dem Status quo, wie er in Mitteleuropa herrscht, etwas zu ändern. Die Situation ist natürlich etwas einfacher geworden, weil wir Reisefreiheit in Europa haben, inzwischen auch Niederlassungsfreiheit über die Grenzen hinweg, sodass viele Dinge sich von selbst etwas abschwächen
Und natürlich der große Faktor ist, 70 Jahre nach dem Krieg ist der allergrößte Teil der Betroffenen mittlerweile gestorben. Und die nachfolgenden Generationen inzwischen haben natürlich einen ganz anderen Realitätsbezug, als wir selbst Betroffene noch hatten.